Leute, ich kann euch sagen, die Stellung in Alben, die sind nicht leicht zu finden und auch nicht mal eben anzulaufen. Wenn ihr sehen könnt, wahrscheinlich kommt es auf der Kamera eh wieder nicht so rüber. Mega steil bin ich jetzt hier hoch und ich bin noch nicht mal ganz oben. Hier seht ihr die Steilkippe, die muss ich jetzt umlaufen, ehe ich da hoch auf irgendeinen Pfad komme. Das ist krass, das ist wirklich krass. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin jetzt gerade hier wieder mitten in der Action, sage ich jetzt mal, auf der Suche nach einer alten militärischen Stellung der Österreicher, die im Zeiten des Kalten Krieges weiter ausgebaut wurde. Ich war jetzt eben hier oben und habe da ein bisschen gespottet, allerdings komme ich nicht dahin, wo ich hin wollte. Also ich bin hier, wie ihr unten erkennen könnt, über so einer Passstraße. Und hier ist das untere Gebäude davon, von der alten Festung, von dem Fort. Da war ich schon mal eben gucken. Das können wir uns aber eben nochmal anschauen. Aber ich suche eigentlich den Abschnitt mit der im späteren Zeitpunkt saniert wurde und hier für die Streitkräfte der Österreicher weiterverwendet wurde. Das ist ein ganz alter Pfad hier unten, den ich hoch bin. Das war auch alles mal gesichert, das wird aber überhaupt gar nicht mehr bewirtschaftet. Und diese Tore sind auch gar nicht mehr verriegelt. Es ist alles offen. Und hier sind wir in diesem sogenannten unteren Blockhaus. Hier ist praktisch so ein Innenhof. Und hier sind die Scharten nach außen hin zum Pass. Und hier sind ja höchstwahrscheinlich Unterkunftsräume. Können wir uns mal eben anschauen. Hier war mal noch ein Dach rübergesetzt. Da oben auch irgendwie, höchstwahrscheinlich ging das Dach mal da oben los. Hier hat man noch wie so einen kleinen Rundbogen. Das wird höchstwahrscheinlich Munitionskammern oder sowas gewesen sein. Alles total verwunschen hier. Hier auch ein bisschen halb in den Fels getrieben hier unten. Aber sehr schön. Also, ich habe hier glaube ich keine Möglichkeit gefunden, noch höher zu kommen. Ich kann euch gleich noch den Punkt zeigen. Hier wie gesagt sind die Schießscharten. Geht man in einzelne Gewölbe. Ja. Schön ausgekleidet hier mit Ziegeln. Hat der Wind auch schon richtig das Laub reingeblasen. Da stand hier mal ein Kamin oder sowas. Da oben hat man das nämlich irgendwie mit einem extra Dach nochmal gesichert. Hier kann man irgendwie mit einem Seil hoch. Aber da werden wir jetzt nichts Großartiges finden. Denn eigentlich
wollen wir uns noch was ganz Spannendes von dieser Anlage anschauen. Und das ist nur der untere Zugang einfach, das untere Blockhaus. Und ja, das ist noch nicht das Allerspannendste einfach. Hier habt ihr nochmal die Aussicht. Hier unten geht ein Fluss her, die Straße. So, und da wo wir hin müssen, ist eigentlich da hinten noch irgendwie. Also wir gehen jetzt hier praktisch hoch und es ist noch dahinter. Deshalb kommen wir hier erstmal nicht weiter. Hier geht zwar auch noch eine Treppe hoch, aber die bringt uns auch nicht viel. Die endet praktisch da oben. Deshalb gehen wir jetzt erstmal wieder runter. Und werden schauen, ob wir noch anders dahin kommen. Das ist leider über Google Maps nicht so einfach zu erkennen. Das sind keine fest eingezeichneten Wege. Aber auch das hier war mal ein Weg, aber man hat es irgendwie nicht mehr weiter bewirtschaftet, aus Kostengründen vielleicht. Naja, okay. Ich muss jetzt hier erstmal wieder runter, ihr seht es. Da muss ich mich ein bisschen konzentrieren, das ist alles weggefault. Das ist alles morsch. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute, auf geht's. Teil 2 von diesem Video. Die zweite Anlage hätte ich von unten niemals erreichen können. Ich hatte gerade, habe ich euch nur vergessen zu zeigen, einen Weitblick gehabt. Da ist über dem ersten Blockhaus eine Steilwand gewesen. Kerzen gerade nach oben. Unmöglich, das von unten anzugehen. Ja, und jetzt gehe ich hier im Prinzip einfach so einen Wanderpfad erstmal. Und dann ist das Ganze, jetzt können wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch mal sehen. Ja, so ein bisschen. Und zwar, da wo der Mast ist, da ist noch ein zweites Blockhaus. Und da müssen wir hin. Und da befindet sich noch eine Anlage im Berg. Da sind zum Beispiel ZIS-3 Kanonen verbaut. Das sind 76 mm Pax Panzerabwehrkanonen der Russen noch von damals, aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, die haben sehr viele, sehr viel militärisches Material und Fahrzeuge verwendet, was übrig geblieben ist aus dem Zweiten Weltkrieg von den verschiedensten Nationen. So, jetzt müssen wir mal hier schon gucken. Hier geht's runter irgendwie. Ah ja, das sieht gut aus. Wir müssen hier runter. Schauen wir mal. Wir sind angekommen. Das war alles nicht so einfach. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier runter springe. Ohne mir einen Knöchel zu verstauchen. So, ich bin unten. Jetzt gehen wir mal eben hier in das Blockhaus. Das obere. Und hier ist ein Zugang. Auch irgendwie noch offen ist. So, wir sind drin, wir sind in diesem oberen Blockhaus jetzt und finden hier jetzt diverse Kammern vor. Man sieht ja auch hier oben die Nachnutzung. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange diese Anlage eigentlich schon existiert. Das ist die Elektrizität, das ist alles Nachnutzung. Wir haben hier verschiedene Räumlichkeiten. Hier sind zum Beispiel noch solche Bunkertüren abgelegt. Zum Teil wurde das hier neu gesetzt, die Mauern. Hier steht zum Beispiel Magazin dran.
alles noch. Merkwürdiges Geräusch gehört habe und dachte, dass jetzt hier einer kommt, weil das hier ein bisschen kritisch jetzt ist. Hier ist nochmal das Blockhaus, deshalb wir versuchen jetzt mal in die Hauptanlage irgendwie zu kommen. Das ist wahrscheinlich interessanter. Dann sind hier die Kanonen verbaut. Das sind diese ZIS-3 Kanonen. Da seht ihr noch ein richtiges Rohr. Aber so wie es aussieht, ist das schwierig hier reinzukommen, ja. Das werden wir leider nicht schaffen. Hier ist ein massiver Felsbrocken davor. Und hier ist abgesperrt. Also den kriege ich nicht bewegt. Naja, schade. Wie gesagt, hier oben ist die ZIS-3. Die hätte man sich jetzt nochmal gut von innen anschauen können. Aber das ist der einzige Zugang hier. Naja. Da kann man nichts machen. Ist halt so. Aber es wäre auch schön gewesen, wenn man das vielleicht noch öffentlich irgendwie hätte vorbereiten können. Hier oben auch für MG. MG-Scharte. Das hier daneben ist auch MG und hier ist ja eine CDS-3 von den Russen drin, die hier gesichert wurde, damit das wahrscheinlich keine Abflex oder so. Und hier geht's zum Blockhaus. Ihr seht da nochmal das Blockhaus von hier oben, auch mit den jeweiligen Schießschaden in diese Richtung. Ja. Schade. Das, wie gesagt, gehört ja ebenfalls zu einer Sicherung von dem Pass hier, der dann als Österreich noch neutral war zu den NATO-Ländern und den Ländern, die im Warschauer Pakt waren, als Sicherung. Als Verteidigungsstellung, was zusätzlich mit umgebaut wurde. Hier unten ist die zweite Anlage. Die ist hier unten, da wären wir so auch gar nicht hochgekommen, wo wir vorhin waren. Okay, ich bin jetzt hier nochmal in das Blockhaus gegangen, weil ich draußen, wie gesagt, so ein komisches Geräusch gehört habe. Und will euch jetzt nochmal eben den Rest hier zeigen. Wie gesagt, hier oben, das haben sie alles neu zugemacht, das Dach damals. Hier sind sogar noch die gängigen Sandsäcke, die man so benutzt hat. Hier das Magazin. Hier ist auch nochmal ein Magazin. Öl und Magazin steht hier. Ja, das sind verschiedenste Lagerräume halt. Da hat man teilweise nochmal die Wände reingezogen. Hier ging nämlich mal eine Treppe hoch. Das hieße, das Blockhaus war auch nochmal höher. Und hier ist eine Scharte, die man hier einfach nochmal abgedeckt hat, um rauszufeuern. Jo. Ansonsten gibt es hier noch was, auch nochmal ein Magazin. Hier konnte man hochgehen,
Ja, hier haben auch welche schon Party gemacht. Ja, und immer wieder die kleinen Gardinen, sage ich jetzt mal, vor den Schießscharten. Hier auch Beleuchtung reingezogen. Ja. Oh, hier gibt es sogar Schließfächer. Okay. Ja, hat man hier im Prinzip AFR. Weiß ich jetzt gerade nicht, was die Abkürzung bedeutet. Wenn es einer von euch weiß, gerne reinschreiben in die Kommentare. Ja, schade, dass ich euch jetzt hier nicht mehr präsentieren kann. Wie gesagt, unten die eigentliche Stellung, die sehr interessant gewesen wäre, ist leider dicht. Okay, dann würde ich sagen, Rückmarsch. Leute, ich kann euch sagen, die Stellung in Alben, die sind nicht leicht zu finden und auch nicht mal eben anzulaufen. Wenn ihr sehen könnt, wahrscheinlich kommt es auf der Kamera eh wieder nicht so rüber. Mega steil bin ich jetzt hier hoch. Und ich bin noch nicht mal ganz oben. Hier seht ihr die Steilkrippe, die muss ich jetzt umlaufen. Ehe ich da hoch auf irgendeinen Pfad komme. Alter. Das ist krass. Das ist wirklich krass. So eine Gams ist hierher. Vielleicht taucht das gleich hier irgendwo auf. Dann wisst ihr, wie hoch ich bin. Dass sogar die Gamsböcke hier rumlaufen. Alter Schwede. Oh, ich hoffe mal, der Weg ist gleich wieder da. Also ich höre sie noch hier unten irgendwo. Nur kurz gesehen, aber da unten ist er. Na, da jetzt die Bewegung gesehen habt auf der Kamera da unten. Da läuft sie her. Guckt gerade hoch. Und läuft weiter da. Ganz easy da auf den Stein drauf. Krass. Pfeift sogar hierher. Okay, dann lasse ich die mal zufrieden. Und gehe jetzt hoffentlich auf einen regulären Pfad. Und ich glaube, wir haben es auch. Ja, Gott sei Dank. Ja, Leute. Das, wie gesagt, war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt bei der Erkundung. Und ja, nicht immer hat man Glück. Ja, wir hatten Teilglück. Kam in den Block rein. Aber leider nicht in die Hauptanlage. Da hätten wir uns gut noch ein paar Kanonen anschauen können. Das ist die ZDS-3. Sieht man auch nicht alle Tage einfach irgendwo. Aber naja, so ist es nun mal. Dafür werden wir bei der nächsten Anlage wieder Glück haben. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut.